Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Lands Redemption im Bonuskapitel. Ja, und wir stehen vor der nächsten Aufgabe. Whatever, was das hier ist. Gut, ich lese das nochmal eben vor, weil es ist jetzt bei mir ein paar Stunden her, die letzte Aufnahme. Verschieben Sie die Bretter nacheinander nach links. Ah, okay. Sie können nur längere Bretter auf jedes Brett legen. Das Brett kann nicht bewegt werden, wenn sein Weg durch ein längeres Brett blockiert wird. Okay, ist gut. Also müssen wir quasi, nur um einen Anfang zu finden, den Grün hier hinkriegen. Erstmal. Also das wäre so Schritt 1, ja? So verstehe ich das jetzt. Das wird eine harte Nuss. So. Das geht nicht. Dann bin ich ja wieder bei der Ausgangsposition, oder? Wo ich eben war. Ja, es geht jetzt ja nur noch dieser hier. Oder? Ah, okay. Dann müssen wir den Lilanen jetzt noch rüberkriegen. Der Grüne sollte im besten Falle so bleiben. Nee, warte mal.
die Rätsel sind so hardcore, ehrlich. Also sie dauern halt recht lange, finde ich, ne? Es ist schon sehr, sehr aufwendig. Aber auf solche Ideen muss man ja auch erstmal kommen als Entwickler, ne? Okay. Ich will nicht so viel quatschen, sonst bin ich gleich raus. Das hat mir jetzt ja gar nichts gebracht. Ich will den Lilanen hier rüber haben. Wie mache ich denn das? Es wäre schon gut, wenn der Grüne bleibt, wo er ist. Ah ja, okay. Nee, warte mal. Okay, cool. Der ist auch schon mal drüben. Ja, ich würde sagen, das sieht gut aus. Oh, habe ich mich zu früh gefreut? Ja, stimmt, der hier ist ja länger. Okay. Juhu. Geschafft. Jetzt kommen wir auch an den Schlüssel ran. Was ist das nun wieder? Okay, ein Glöckchen und ein Schlüssel. Och, there's a lot of things here. I wonder if there's a bell for the chapel. Ja, schauen wir mal. Amphore, Feder, Sanduhrvogel, Fisch, Rose. Bitte was? Rocking Lever? Lever? Okay. Und mit Herr Jong. Gut. Entschuldigung, ich hab's kaputt gemacht. Ja. Was kann ich denn hier machen? Ich weiß es gerade nicht. Er nimmt nichts auf. Vielleicht ist es auch noch nicht dran. Manchmal zieht das ja nach. Da haben wir einen Fisch. Hier haben wir einen Pfeil. Den brauchen wir aber eher nicht. Was gibt es hier? Es ist noch nicht klar, worauf man drücken soll. Okay. Aber jetzt...
Okay, hier kann ich aber auch noch nichts anfangen. Müssen wir noch ein bisschen warten. Da haben wir die Feder. Ein Vogel fehlt uns auch noch. Ist das Medaillon? Ist denn hier ein Vogel? Da ist ein Vogel. Ah ja. Sehr schön. Jetzt können wir ihn hier auch nehmen. Hier noch etwas? Oder warum kann ich hier rein? Ach, hier ist ein Ring. Okay. So, Glocke und Bildschirmlupe. Oder was? Wo ist er da jetzt runtergefallen? Oh Gott, indem Sie die Chips bewegen, legen Sie den größeren in die linke obere Ecke. Okay. I do my best. Oder wäre das schon schlau, wenn ich den hier jetzt schon rüberziehe? Weiß ich nicht. Mal gucken. Nein. Oh, ich weiß nicht, ob der mir hier jetzt gleich zum Verhängnis werden könnte. Schauen wir dann. Ich glaube, das geht klar. Nee. Einmal hier rüber, bitte. Gut. Ein Glöckchen und... Das haben wir auch noch. Gut, sehr schön. Habe ich hier eigentlich noch einen Gegenstand, den ich suchen muss? Nein. Hier haben wir die Kapelle. Wo war denn das? Oh, hello everyone. My name is Jim and I'm looking for a dwarf named Jüdner. Does anyone here know Jüdner? Hey, hello. Are you Jüdner? Cool. Do you know your great-great-great... Anyway, do you know Bolden? He sends his greetings. Okay, cut to the chase. One of our friends, Dwarf Fulner, got himself in one of your titans in, Tarsas. Exactly, yes, thank you. And at a critical moment when the destiny of the Lost Lands was at stake, he sacrificed himself for the sake of its well-being. But I'm sure he would never agree to live in the body of a Titan forever if someone asked him before all this happened. You said our friend. Who else is asking for the dwarf? Many people are waiting for his return. He's really important for the Mage Marin and my mother Susan. Susan the War Maiden. The one we predicted would come. Please? So be it. Listen to me carefully. The son of the War Maiden. Tarsus has to have a soul every single moment in time. You need to find another soul that will substitute Fulner in the body of the Titan. I'm ready to be that soul. To me, it is better to live forever in Tarsus's body than to vegetate in this closed city. There is a manuscript of knowledge in the Ghost Palace. You can use it to read about the resurrection ritual. However, you need to find a yellow plate to make that. Try to look for it at the waterfall. You can reach it by going to the right from the statues of madmen. Ah ja, okay, sehr schön. Dann gucken wir mal. Ich finde ja Jimmy irgendwie cool, ne? Ach so, wir sind ja schon... Ne, wir sind nicht da. Wo sind denn die Wasserfälle, bitte, mein Freund? Oder müssen wir hier noch etwas anderes machen?
Ich will hier gar nicht hin. Aha. Ein Mond. Okay, schauen wir mal, wofür wir den brauchen. Ich weiß gar nicht, was wir hier... Ach so, eine spezielle Platte. Ja, die haben wir noch nicht. Wunderhübsch. Ach, danke. I need to find a yellow plate somewhere here. Schauen wir mal. Was ist das? Es sieht wie ein Zahlenschloss aus. Ich brauche einen Hinweis. Okay. Es sieht so aus, als ob dieser Mechanismus wie eine Armbrust funktioniert. Und es fehlt etwas. Nein, sowas. Speerspitze? Nein. Ist das eine Machete? Nee. Ich glaube, eine Machete ist hier doch etwas fehl am Platz. Ist das? Was für eine seltsame Sache. Ja. Na, da hat er wohl recht. Was ist das für ein Ding da drüben? Weiß ich nicht. Kommen wir da irgendwie ran? Auch nicht. Na sowas. Ach, ich habe was gefunden. Ist das nicht schön? Wozu sind diese Gonge da? Das weiß ich auch nicht. Sag mal, hast du nicht noch irgendwie... Ah, hier, guck mal. Okay. Das hierfür? Oh. Entschuldigung. Ich musste auf einmal husten. Klicken Sie auf die Schaltflächen mit Kombination und Sequenz aus dem Hinweis. Okay, hier haben wir so ein H. Oder ich weiß nicht, ob das ein H ist, keine Ahnung. Das Symbol. Nein, das wollte ich gar nicht. Warte mal, den haben wir hier. Das geht hier lang, ne? Das gehört, glaube ich, nicht dazu. Das wäre dann dieser. Dann haben wir hier das X. Hier. Dann hier. Das haben wir hier. Dann haben wir dieses Symbol mit diesem hier. Super schön gemacht. Dann haben wir dieses, diesem, dieses mit diesem, dann hier oben wieder mit ihm hier. Hier, dann das. Mit dem hier, würde ich sagen, ne? Und der. Dann das hier. Was ist das für ein... Das ist dieses hier, ne? Ja, aber den habe ich schon. Oder ist es das? So, und dann haben wir noch dieses mit dem. Was? Ist das falsch? Toll. Warte mal. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Was habe ich denn hier falsch gesehen? Diesen hier. So, dann haben wir den hier. Dann haben wir den hier mit dem. Der mit dem. Der. Der. Oder habe ich die falsche... Nee. Das habe ich mir jetzt leichter vorgestellt. Wer hätte es gedacht, ne? Doch, der ist auch richtig. Oder habe ich bei ihm hier irgendetwas falsch gesehen?
Aber was denn? Ich finde schon, dass das richtig aussieht. Vielleicht ist er hier einfach falsch. Genau. Ein Griff. Bist du hierfür? Nö. Doch. Gebrochener Speer. Schärfen. Mit der Machete vielleicht. Nein. Der Stock ist ein bisschen zu dick für die Spitze. Doch, mit der Machete. Sehr gut. Das sollte doch gehen. Okay. So, und jetzt kommen wir doch bestimmt daran, oder? Nein, auch nicht. Ja, das Ding ist seltsam, ich weiß. Tisch in der Mitte des Teiches, seltsam. Auch seltsam, alles seltsam. Okay, ich komme da trotzdem nicht ran. Aber irgendetwas können wir hier anscheinend noch machen. Mit dem Tisch weiß ich gerade auch nicht so genau, was ich damit anfangen könnte. Es ist jetzt klar, wer auch immer diese Waffe gebaut hat, hat versucht, diese Platte in der Decke zu durchzubrechen. Nee, durchbrechen. Ja, okay. Gut, wir gehen mal eben hier hin. Ach so, jetzt kann ich die andere Tür wieder öffnen, ja? Ich weiß nicht, macht das denn? An die Platte ist heiß. Jetzt sind beide auf. Ja, okay, das hilft mir aber gar nicht weiter. Das bringt überhaupt nichts. Nee. Dann liegt die Lösung hier irgendwo. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass wir mit dem Speer, aber das funktioniert nicht. Können wir hier... Ach, wir können hier nochmal ran. Ich dachte, wir kommen da so mit dem Speer ran. Auch in Ordnung. There it is. Okay. Tada. Ah, okay. Und dann können wir jetzt bestimmt an die Schriften ran. Und bekommen etwas zu lesen. This is the manuscript of knowledge. It contains the knowledge accumulated by the madmen during the process of five worlds creation. Each knowledge requires a special plate. Okay. Tarsas sind die wichtigsten Elemente des natürlichen Gleichgewichts. Sie müssen ihren Zweck eindeutig erfüllen. Wenn ein Tarsas seinen Weg verloren hat, bedeutet das, dass er eine Seele hat, die nicht in ihm sein sollte. Für solche Fälle haben die Verrückten das Ritual der Reinkarnation erfunden. Um das Ritual durchzuführen, brauchen sie erstens das elementare Horn. Dies ist das Horn, das dem Element Tarsas entspricht. Ah, okay. Dafür ist diese Vorrichtung. Was ist das? Das ist dieser Tisch oder was? Okay. Reinkarnationszauber. Dies sind Symbole, die zur Aktivierung des Horns verwendet werden. Drittens, der Körper eines Geschöpfes, das noch nicht begonnen hat, sich zu zersetzen. Der Körper eines intelligenten Wesens mit einer Seele, die für einen neuen Zwerg Zweck bereit ist. Nicht Zwerg. Okay. I was the keeper of the elemental horns when I was alive. After my death, the horns were passed down to my descendants from generation to generation. It means that Bolden has the horns now.
That's right. Don't forget that you also need my body for the ritual. I know it's not really pleasant, but one lock of my hair will be more than enough. Ah ja. Na dann. Okay. Gehen wir erstmal hier hin. Aber ich werde, glaube ich, den Part... Was kann ich denn hier machen? I'm sorry, pal. But your body can serve for another good soul. Okay. Ich habe es mir aber schon gedacht. It's Jim. Did you make it, son? Well, did you succeed? I found the City of Souls. Now I need the so-called elemental horn for the ritual, and a lock of your ancestor's hair. Well, if that's what it takes, there's another entrance to the place where you found the gates to the city. I hid the horn there. You need two keys to open it. I found the first one. But the second key is still missing, somewhere around here. You can look for it yourself. I give you permission to use whatever you need in my temple. And yes, the body of Yudnar is in the crypt. Ach, da haben wir das andere Ding. Okay, hier können wir noch... This device is used to measure liquids and powders. Ja, ich glaube, so etwas Ähnliches hatten wir auch schon mal. Ich weiß nicht, im letzten Teil von Lost Lands, glaube. Also der Teil vor diesem Teil. Was haben wir hier noch? Danke. Sehr schön, hier fehlt uns noch was. Und dann war das hier aus? Nee, hier ist das nicht. Aber warte mal. Ist das hierfür? Okay, die haben wir auch schon mal. So, und dann muss ich jetzt mal eben gucken. Müssten wir hier hin? Genau, aber das werden wir in diesem Part nicht mehr schaffen. Platzieren Sie die Blöcke mit... Formgravur direkt unter den entsprechenden Formen auf dem Rahmen oben. Ach, okay. Okay, ja, ja. Gut. Das werden wir im nächsten Part machen. Ich danke fürs Zusehen. Tschüssi.